jüngsten Eiskunstläufer zeigen ihr Können beim 32. Strauß-Pokal des SC Berlin. Im Erika-Hess-Eisstadion haben die Nachwuchsläufer am ersten Adventswochenende die Chance, sich einander zu messen und auf Musik aus Disney, Rock'n'Roll und Klassik zu laufen. Also ich finde es cool, auch Berlin finde ich cool und ja, ich mag auch die Halle. Mit grazilen Bewegungen, gewagten Sprüngen und anspruchsvollen Küren wollen die Kinder bei diesem Nachwuchswettbewerb an die Spitze laufen. Doch nur einigen gelingt es. Ramil Djatschenko vom SC Berlin erkämpft sich in der Kategorie Anfängeraltersklasse 8 der Jungen den ersten Platz. Der junge Sportler trainiert 6-mal die Woche und möchte es einmal bis zu den Olympischen Spielen schaffen. Auch Ricardo Garcia Heine konnte die Preisrichter mit seiner Darbietung überzeugen und macht den ersten Platz in der Kategorie Anfängeraltersklasse 9 der Jungen. Wie viele junge Eiskunstläufer steht er fast jeden Tag auf dem Eis, um zu trainieren. Doch das viele Training zahlt sich am Ende eben aus, wie man bei Wladimir Abramow aus Berlin sieht. Das Strahlen spricht für sich. Er gewinnt die Kategorie Neulinge der Jungen. Der Strauß-Pokal ist für viele Nachwuchsläufer ein besonderes und traditionelles Ereignis. Jeder Sportler will hier seine beste Performance abgeben, wobei die Freude am Laufen nicht fehlen darf. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es könnte natürlich immer viel besser sein, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr gut. Maria Körk ist seit 4 Jahren begeisterte Eiskunstläuferin und kann sich mit ihrer hervorragenden Kür den ersten Platz der Neulinge erkämpfen. Auch sie möchte einmal ganz groß rauskommen und orientiert sich an einem großen Idol. Also, das ist jetzt schon ziemlich weit, aber ich mag Anna Schewakowa sehr gern. Die russische Olympiasiegerin ist das Vorbild vieler Nachwuchsläuferinnen. So auch von Jara Wabner aus Sachsen. Sie steht seit 7 Jahren auf den Kufen und gewinnt voller Freude den ersten Platz in der Kategorie Nachwuchs der Mädchen. Und auch wenn bei diesem Wettbewerb die Leistung der einzelnen Teilnehmer zählt, freuen sich am Ende alle mit den Siegern. Der Nachwuchswettbewerb des SC Berlin ist ein voller Erfolg und das Eisstadion ist am ersten Advent mit strahlenden Gesichtern nur so gefüllt.